Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Gate Boss 2. Ich hab's nicht runtergemacht, gut. warte, wo müssen wir hin? Wir müssen da lang. Da hinten hin, okay. Dann machen wir das doch. So. Was gibt's hier Schönes? Lass mich in Ruhe. So. Huch. Da war ein Wogler. So, komm her. Hallo, Ibli. Nochmals danke, dass ihr euch bereit erklärt habt, mir zu helfen. Danke, Kommandeur. Es freut mich, den Gefallen, den ihr meinem Dorf getan habt, zurückzahlen zu können. Okay. Die Mordren haben uns viele unserer besten Speer gekostet. Aber drei sind noch draußen, die euch helfen können, eure Freunde zu finden. Gut, zeigt mir, wo sie sind. Den Rest mache ich. Am nächsten ist uns Imal. Ich schicke euch also zunächst zu ihr. Viel Glück. Wie ich schon sagte, als Kaana Miadlis Sohn betrachte ich es als meine Pflicht. Und es ist mir eine Ehre, unsere Schuld begleichen zu dürfen. Vielen Dank, Ibli. Okay, vielen lieben Dank. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Einmal das. Gucken wir mal, da drüben müssen wir hin. Okay. Ist sie oben oder unten? Die ist unten. Wo bist du? Ah, da bist du. Hi. Seid gegrüßt, Fremde. Ich bin Imal und heiße euch in Amialis Namen willkommen. Was führt euch in unseren Dschungel? Ibli schickt mich. Ich habe zwei meiner Leute gebeten, Gefangene der Mordrim aufzuspüren. Und die muss ich jetzt einholen. Ich muss die Gefangenen finden oder die Leute, die ich hinterhergeschickt habe. Es handelt sich um einen jungen Norn und einen Char mit einem Flammenschwert. So jemanden habe ich nicht gesehen. Aber eine Pflanzenfrau mit einem großen Rucksack, die habe ich gesehen. Sie kam vor ein paar Stunden vorbei. Sie war allein unterwegs und sah sehr verdächtig aus. Als wäre sie in Eile und wollte nicht gesehen werden. Ich weiß, wer das ist, und ich werde mich sehr bald um sie kümmern. Was die anderen betrifft, die ihr erwähnt habt, fragt mein Partner Arkan nach ihnen, wenn ihr ihn dazu kriegt, mit dem Spielen aufzuhören. Wie meint ihr das? Er spielt den ganzen Tag auf seiner Laute und beobachtet Gleitschirme. Er hat eure Freunde vielleicht gesehen. Man sollte also am besten gleiten, damit man von ihm bemerkt wird? Wenn ihr an ihm vorbeigeleitet, wird er es merken. Und wenn ihr es nah genug tut, spricht er euch sicher an. Er spricht auf jeden Fall mit mir. Und wenn ich direkt zu ihm fliegen und auf seinem Kopf landen muss. Okay. Okay, hier geht's nicht lang. wo komme ich denn hier hoch? So. Und so. Okay. Gucken wir uns das Panorama mal kurz an. Okay, wohin sollen wir rübergleiten? Wir sollen da rübergleiten, okay. Guten Tag! Das war fantastisch. Ich habe ja schon viele Gleitschirme gesehen, seit diese großen Luftschiffe vom Himmel fielen, aber noch nie so nahe. Freut mich, dass er euch gefällt. Ibli schickt mich. Habt ihr zwei meiner Freunde hier durchkommen sehen? Ja, ich habe einen Char mit einem Flammenschwert und einen Norn mit einem Streitkolben gesehen. Sie gingen nach Süden, dahin, wo die bösen Itzel sind. Die bösen Itzel? Unfreundlich. Die Kostik-Itzel sind in letzter Zeit einmal zu oft angegriffen worden. Und jetzt betrachten sie alle Fremdlinge als Feinde. Späherin Ubek sollte dort sein. Sie wollte sich mal näher umsehen und hatte seltsame Ideen darüber, wie man näher herankäme. Gut zu wissen.
Dann begebe ich mich als nächstes dorthin. Ich würde euch auch dringend empfehlen, dass ihr lernt, wie man die Pilze hier verwendet. Ohne ein paar mächtige Sprünge werdet ihr kaum ans Ziel kommen. Okay. Haben wir ja Gott sei Dank alle schon. Das ist nicht das Problem. So. Guten Tag. Wo sind denn hier die Pilze? Da drüben. Da drüben ist er doch. So, komm her. Und das war aber falsch. Aber dafür bist du richtig. Okay. Muss ich hier hoch? Nein. Da drüben muss ich hin. Hallo. Ich versuche hier nicht aufzufallen. Aber ihr habt eindeutig etwas im Sinn. Was braucht ihr, Fremde? Ibli schickt mich. Ich bin auf der Suche nach einem Norn und einem Char, die gemeinsam unterwegs sind. Wenn ich euch hier raushole, helft ihr mir dann? Mich rausholen? Nach all der Mühe, die ich damit hatte, reinzukommen? Ihr seid also gar keine Gefangene. Ich habe mich fangen lassen, um alles über die Lage der Kostik-Itzel zu erfahren. Und ich weiß noch lange nicht alles. Aber ich kann euch helfen. Ich habe eure Freunde gesehen. Und sie verfolgten eine Gefangenenkarawane der Mordrem, die nach Westen unterwegs war. Danke. Und viel Glück bei eurer Mission. Okay. Dann gehen wir doch mal dahin. So. Badabadabadabam. Helft uns, Waffenteile zu sammeln, damit ich eine Bombe bauen kann. Okay, trügerischer Pfad entdeckt. Gefangene des Drachen. Hi. Da sind sie doch. Na, ihr beiden. Was war denn? Ich hatte euch beide gebeten, in der Nähe zu bleiben, nichts Unnötiges zu riskieren. Aber wir haben eine Gefangenenkarawane der Mordrem entdeckt. Wir sind ihnen gefolgt und sie haben uns zu diesem Lager geführt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich bin reingegangen mit Erson als Verstärkung. Wir dachten, es sei das Risiko wert. Wir hatten recht. Na schön. Sagt mir, wie gut wird euer Lager denn verteidigt? Nun, diese Mordrem-Wacht ist nicht hirnlos. Die haben einen starken Verteidigungsring errichtet und wissen, wie man patrouilliert. Brimstone hat recht. Die Mordrem-Wacht ist schlau, präzise. Die wissen sicher, dass wir kommen. Das tut jetzt nichts zur Sache. Es sind Gefangene hier. Und unsere Freunde könnten unter ihnen sein. Wir gehen rein. Okay. Danke, dass ihr Braham unterstützt habt, Tribun. Wie schätzt ihr die Lage ein? Das scheint ein groß angelegtes Gefangenenlager zu sein. Die Mordrem-Wacht schwärmt aus, sammelt Lebende und Tote ein und bringt sie her. Dann erschaffen sie hier all die Mordrem, mit denen wir gekämpft haben? Es ist gleichzeitig Gefangenenlager und Dienerfabrik. Also gut, nicht leicht da heranzukommen. Aber mindestens ein Mitglied der Klinge des Schicksals ist hier. Das fühle ich. Gefühle, Tribun? Bei einem Soldaten wie euch? Ich bitte um Nachsicht. Ich bin noch nicht ganz mit dieser neuen Magie und ihrer Beschreibung vertraut. Kommt, wir glauben, es gibt einen Hintereingang. Folgt mir. Ja, du, ich bin auf dem Weg. Ich bin direkt hinter dir, mein Freund. Okay. Gut, aber ich muss sagen, also keine Ahnung, ist ja schon ziemlich ähnlich zu... Wenn wir hier ordentlich Schaden anrichten, wird Mordremos Fortschritt in der gesamten Region gestört. Wenn es brenzlig wird, bleibt in meiner Nähe. Ich kann eure Stärke noch stärker machen. Muss sagen, also es ist ja schon ziemlich ähnlich zu Saitan, weil der ja auch quasi Drachen Diener produziert hat und gleichzeitig
und gleichzeitig Gefangene genommen hat. Ja, ist ja genau das Gleiche eigentlich. Deswegen bin ich verwirrt, dass die so schockiert sind, wenn man das so sagen kann. Aber naja. Hier schichten sie also die toten Gefangenen auf. Wir sind hier fertig. Begeben wir uns zum Hauptlager. Oh, guck mal, hier ist aber noch einer, der lebt. Auch wenn ich ein Schmied bin. Danke für die Rettung, Kommandeur. Diese Pflanzenbiester sind gnadenlos. Wir haben sie zurückgedrängt, solange wir konnten. Aber sie haben diese Position überrannt und angefangen, ein Gefangenenlager daraus zu machen. Wie kann ich helfen? Da draußen befindet sich noch vier weitere Meisterschmiede. Izu, Okam, Shasu und Bush. Sie wurden versprengt, als wir überrannt wurden. Findet sie, damit wir dieses Lager zurückerobern und unsere Wacht Türmer wieder hochziehen können. Mache ich. Könnt ihr kämpfen? Kommt ihr mit? Ich komme bald nach. Ich habe bei all dem Chaos meinen Hammer verloren. Und für mich ist das, als fehlte mir ein Arm oder ein Bein. Ohne tauge ich nicht besonders viel. Ich kümmere mich darum, dass der Rest eures Trupps wieder auf die Beine kommt. Und dann formieren wir uns neu. Oh, okay. Kann das sein, dass ein Achievement ist? Sollen wir das machen? Halt! Vor uns sind zu viele von der Mordenwacht. Wenn wir angreifen, alarmiert der Lärm das ganze Lager. Sieht nach einem Biwak der Mordenwacht aus. Nah genug, dass sie die Käfige beschützen und sich auf dem Appellplatz sammeln können. Ich nehme an, hier sammelt sich die Mordenwacht, bevor sie ausrücken, um Gefangene und Leichen ins Lager zu bringen. Wir haben Schlimmeres überstanden, während ihr in den Nebeln wart. Damit kommen wir klar. Ich stimme Braham zu. Ihr habt diesen Trupp noch nicht in Aktion gesehen, Tribun. Habt Vertrauen und folgt mir. Okay. Attacke. Genau wie der Gebieter gesagt hat. Vernichtet sie! Kaschmir, eine Menge am Rand stehen und nichts tun. Ach, da drüben. Okay. Okay. Gut. Mache ich euch mal kurz Matsch. Ey, kannst du aufhören, auf mich zu schießen? Dankeschön. Spaß gemacht. Hatte kein anständiges Training mehr, seit ich aus den Nebeln zurück bin. Hey, sagt mal, wann erzählt ihr mir endlich, wie ihr an eure neuen Fähigkeiten gekommen seid? Tribun. Vielleicht, wenn Mordremos oder einer seiner grünen Marionetten gerade nicht versuchen, uns umzubringen. Bis dahin hört auf zu fragen. Er hat recht. Konzentriert euch auf die Mission, Rox. Wir müssen jetzt einen Weg vom Plateau runterfinden. Okay. Aufgepasst! Jede Menge Ranken hier! So viele. Wir dürfen uns hier nicht verzetteln. Wir brauchen etwas, das uns den Weg freiräumt. Stimmt. Über das Plateau sind Luftschiffstrümmer verstreut. Mal sehen, ob wir ein paar Brandwaffen bergen können. So, ich retz den kurz. Wenn ich denn darf. Okay. Quaggan freut sich, euch zu sehen. Hm?
Also, dann gucken wir doch mal, was wir hier drin haben. Nichts. Ich sehe nichts, was uns gegen diese Ranken helfen wird. Nichts. Nichts. Ich sehe nichts, was uns gegen diese Ranken helfen wird. Nichts. Das ist eine Sackgasse. Nichts. Höre ich hier? Ich sehe nichts, was uns gegen diese Ranken helfen wird. Ist da oben was? Ja, da oben ist noch was. Diese Kiste mit Packwaffen ist noch intakt. Und hier ist Material, das wir brauchen können. Okay. Feuergranaten. Ausgezeichnet. Die brennen heiß genug, um das alles in Asche zu verwandeln. Kann ich bitte hüpfen? So. Komm zurück. Aua. Wir heilen wie ein Wesen. Ich würde gerne. Danke schön. Da gehe ich down. Oh. Kann mich vielleicht einer retzen? Ja, Frostbeißer. Frostbeißer ist nett. Komm. Wir heilen wie ein Wesen. So, weg, 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 weg. Ich mach den halt echt keinen Damage. Mach nur mit dem Dreck Damage. Auf so mächtige Ranken bin ich noch nie gestoßen. Wir müssen auf der richtigen Spur sein. Mordremos weiß, dass wir hier sind, aber das scheint ihn nicht zu beunruhigen. Er zeigt Interesse, aber kein dringendes. Oder er will, dass wir das denken. Haltet alle die Augen offen. Wir gehen weiter zu dieser Lichtung. Der Aufseher ist in der Nähe stationiert. Zwischen dem Gelände, wo die Leichen gelagert werden, und den Käfigen mit den lebenden Gefangenen. Okay. Da ist der Aufseher. Den würde ich mir zu gern vorknüpfen. Ich habe aus den Nebeln viel mehr mitgebracht als nur mein Schwert. Ich würde ihn mir ja vornehmen, aber ich sortiere immer noch die Stimmen in meinem Kopf. Dieses neue Zauberarsenal kommt nicht ohne Ballast. Also gut, geht vorsichtig weiter und seid auf alles vorbereitet. Okay. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr erst im nächsten Part von Guild Wars 2. Bis dann und bye bye!